Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Tutorial-Reihe. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich diese Tutorial-Reihe jetzt regelmäßig fortsetzen werde. Aber ich habe gerade so auf YouTube einige Videos darüber gefunden und habe mir gedacht, das ist Bullshit und es sollte mal irgendjemanden geben, der diesen ganzen Mythos über das Hacking und so aufdeckt. Also, was ihr hier nicht sehen werdet, ist ein Tutorial, wo jemand in den Editor schreibt: Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Schöne Grüße, euer Hexors-Team oder so irgendwas. Das werdet ihr hier nicht sehen. Ich habe hier lediglich mein Paint offen und werde euch ein bisschen erstens illustrieren und zweitens erklären, dann auch wirklich, also praktisch vorzeigen, wie das mit diesen DDoS bzw. in diesem Fall DOS-Attacken wirklich funktioniert. Also die meisten Videos, die man auf YouTube sieht, sind ja dann von ich sag mal Amateuren dazu. Ich muss kurz meinen Pinsel etwas größer machen, so. Die machen das wie folgt. Wir haben hier unseren Computer. Ich kann schon so schlecht zeichnen, aber mit der Maus ist es noch schlechter. Also das ist ein Computer. Und das ist ein Server. Gut, wir suchen jetzt eine Möglichkeit, diesen Server. Also dieser Server hat verschiedene Services, zum Beispiel den Port 80, also einen Webserver, den Port 21, also einen FTP-Server. Was nehmen wir noch? Den Port. Ich glaube, es ist 3301. Wäre MySQL. Ich bin mir nicht sicher. Wenn nicht, dann bessere ich das hier aus. Diese drei Services hat dieser Server mal. Und 441 für HTTPS. Und wir wollen jetzt auf dieses Service hier. Wir wollen dieses Service. Moment, ich mache das in Rot. Wir wollen dieses Service ausschalten. Also wir wollen nicht mehr, dass irgendjemand darauf zugreifen kann. So, wie bewerkstelligen wir das grundsätzlich mal? Wir müssen diesen Server, also die meisten Leute denken ja, man muss den RAM auslasten, sodass der komplette Server gleich abstürzt, oder man muss die CPU so überlasten, dass es zu heiß wird und dann explodiert. Also es gibt da sehr abenteuerliche Geschichten, aber so wie ich es euch zeige, also es würde natürlich so gehen, dass man den RAM irgendwie überlastet, dass er dann explodiert oder was, aber dazu braucht man alle Computer der Welt verdoppelt und die müssen alle zum selben Zeitpunkt auf diesen Server zugreifen, dann würde das eventuell funktionieren, aber so auf jeden Fall nicht. Die Methode, die ich euch heute zeige, funktioniert auf den meisten Servern. Überraschenderweise funktioniert es nicht auf der IIS, also der Internet Server Service Dingsbums von Microsoft, was mich sehr überrascht hat. Aber auf den Apache Servern zum Beispiel funktioniert es und auf eigentlich jedem gängigen Webserver. Und diese Methode arbeitet damit, dass ein Server, vor allem der Apache Server, also ich kann es euch nur anhand des Apache Servers illustrieren, weil ich sonst keinen anderen Server kenne, außer eben die IIS, und die ist eben dagegen nicht angreifbar. Also ein Server hat verschiedene Connections. Ich illustriere das mal im Notepad. Ja, das ist der Entwurf unserer Website. Nope. So, wir haben jetzt unseren Server. Der heißt XY und der hat so einige Connections. Ich mache die mal als Striche. Oder ich mache es gleich so als Striche. So, ich mache mal 100 Connections. Es sind in Wirklichkeit meistens 400, aber jetzt mache ich mal 100. Und diese Connections können ausgelastet werden, also können verbraucht werden. Das bedeutet, es können immer 100 Personen zeitgleich auf den Server zugreifen. Das Ganze verläuft dann so, dass wenn sich ein Typ connectet, dass dann hier irgendein Slot ausgewählt wird. Das wird dann connected.
dann wird sie übertragen und dann wird die Connection wieder geschlossen. Sind es jetzt noch 100? Ja. Also, das sind nicht 100. Jetzt sind es 100. Ist aber egal, es ist nur zu Illustrationszwecken. Gut, ein normales, also man sollte sich ein bisschen auch mit dem Internet dafür auseinandergesetzt haben, wenn man eine solche Attacke plant. Ein HTTP-Request-Paket sollte jeden, der sowas versucht, eigentlich bekannt sein. Also ein HTTP-Request-Paket, ein ganz normales, schaut so aus, dass der Client sagt HTTP 1/1.1 get und dann zum Beispiel index.html, also diese Seite, was er haben möchte. Gut, wenn diese Adresse zum Server gesendet wird, dann wird hier eben dieser Slot belegt, connected, übertragen und geschlossen. Das geht im Bruchteil von einer Sekunde. Es gibt, also das wäre dann, und dann bekommt er als ein Response-Paket zurück. Das heißt, HTTP 1.1, 200 okay, wenn alles gut läuft. Das schickt der Server an den Client. Dieses 200 ist der Status-Code. Es gibt dann noch viele andere Status-Codes. 200 heißt eben okay. Einen, den ihr sicher auch alle kennt, ist 404 not found. Also diese Pakete schickt dann eben der Server zurück. Dann gibt es aber nicht nur diesen GET-Befehl hier. Und jetzt kommt der Clou an dem Ganzen. Es gibt nämlich auch noch einen Befehl, der sagt, ich habe eine Datei oder ich habe eine Anfrage, die zu groß ist, dass sie in ein Packet reinpassen würde. Also in 64 Byte, glaube ich, sind es. Schlagt mich, wenn ich falsch liege. Und wenn eben diese Anfrage nicht in ein so ein Paket reinpasst, dann sagt er, ich schicke dir hier den ersten Teil dieses Pakets und im nächsten Paket geht es aber weiter. Das bedeutet, warte noch, also der Server sagt dann, okay, ich lasse hier deine Connection, die lasse ich offen und schließe sie nicht gleich und warte, bis du mir den zweiten Teil des Pakets schickst. Die schlauen Köpfe haben das wahrscheinlich schon rausgefunden, auf was ich hinaus will. Wenn man nämlich jetzt diese Connection offen hat und einfach nie den zweiten Teil dieses Pakets schickt, dann bleibt das Ganze für was auch immer der Timeout ist, also in ich glaube standardmäßig 100 Sekunden, bleibt diese Connection dann offen. Wenn man es jetzt bewerkstelligt, in 100 Sekunden einen lauter solche Pakete zu schicken, dann schaut dieser Server irgendwann so aus. So, jetzt sind alle diese Connections belegt. Wenn jetzt irgendjemand versucht, auf diesen Server zu connecten, dann hat er hier keine Slots mehr frei. Und solange ich diese Attacke rennen lasse, wird niemals so ein Slot frei werden, weil ich immer eine neue Connection sende. Selbst wenn ein Timeout passiert, schicke ich gleich eine neue Connection hin. Das bedeutet, der Server ist in Wirklichkeit gar nicht down, sondern eigentlich nur nicht erreichbar, weil alle Slots von mir belegt sind. Das heißt, dem Server wird kein permanenter Schaden zugefügt. Wenn wir die Attacke beenden, ist spätestens in einer halben Stunde alles wieder weg. Aber wir sollten aufpassen, wenn wir das bei fremden Servern machen, denn es wird trotzdem die IP-Adresse gespeichert. Ich kann euch das nachher noch zeigen. Ich werde dann später noch einen Testserver auf meinem Localhost aufsetzen und den dann DOSen. Also das ist übrigens keine DDoS, also Distributed Denial of Service Attack, sondern das ist eine ganz normale Denial of Service Attack. Also man kann mit dem wirklich, wenn man einen Computer hat, ich habe das schon versucht, wenn man einen einzigen Computer hat, wirklich eine Seite tagelang downhalten. Und es verbraucht, wie ihr euch denken könnt, keinen Traffic fast, weil eine DDoS-Attacke funktioniert einfach so, dass vollständige, ich mache das mal da rückgängig, also wir haben jetzt hier unseren Server und eine DDoS-Attacke würde so funktionieren, dass einfach man immer nach der Reihe einen so einen Slot voll macht. Verdammt, okay, ja.
Also ihr wisst, was ich meine. Dazu kann man sich natürlich schon vorstellen, dass man dazu ziemlich viele Leute braucht, weil alleine geht das praktisch nicht. Und dass man natürlich sehr viel Bandbreite braucht, weil man muss ja immer vollständige Pakete hinschicken. Deswegen ist diese Attacke sehr, sehr nützlich. Ich habe das sogar mit meinem Handy-Internet versucht. Das verbraucht vielleicht, also ich habe es eine Stunde da drinnen gelassen, das verbraucht vielleicht 2 bis 3, vielleicht 4, wenn es gut geht, Megabyte insgesamt. Und der Server ist definitiv nicht erreichbar. Also es kann natürlich sein, wenn jetzt einer sehr glücklich ist, dass er gerade in dieser Zeitspanne, also wenn wir uns anschauen, verdammt, also wenn wir uns jetzt denken, alle sind wieder belegt, alle solche Slots, und dann versucht irgendwer zu connecten. Ich Ja, das war jetzt klar. Alle Connections sind hier belegt. Und irgendwann timet eine Connection aus. Also es wird zu einem Strich. Wenn jetzt irgendein Client in diesem Moment versucht zu connecten, also wirklich genau in dieser Millisekunde oder sogar Nanosekunde, dann kriegt er eine Connection. Aber auch nur, wenn er schneller ist wie ich. Also wenn er schneller reagiert, weil ich sende ja permanent solche Packages. Und wenn ich schneller bin als dieser Client, dann hat der keine Chance. Aber wenn jetzt wirklich ein Client in dieser Tausendstel Sekunde dahin connectet, bekommt er eine Connection, bekommt die Webseite angezeigt und disconnected wieder. Aber er bekommt wahrscheinlich nicht einmal alle Bilder angezeigt, weil ein Bild bräuchte eine neue Connection oder irgendwelche Videos oder sowas. Ein Bild oder ein Video bräuchte eine neue Connection. Und die hat er nicht, weil ich alle belege. Gut, ich sehe schon die Kommentare reinfliegen. Funktioniert das auch bei Facebook? Funktioniert das auch bei Google? Natürlich funktioniert es nicht bei Facebook und bei Google. Ich meine, rein theoretisch würde es funktionieren, aber Facebook und Google, beziehungsweise eigentlich die meisten großen Seiten, sind entweder bei einem Service wie Cloudflare, das ist praktisch wie ein Proxy, der überprüft alle Verbindungen, die reinkommen, und wenn das zu viele pro Sekunde sind, blockt das ja einfach. Das ist eine Möglichkeit. Oder man tut einfach den Webserver so programmieren, dass er nur 10 Connections zum Beispiel von einer IP-Adresse annimmt gleichzeitig. Warum das nicht jeder Webserver macht, ich habe keine Ahnung. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Also es könnte einfach jeder Webserver eingebaut haben, dann würde es diese Attacke gar nicht geben. Aber es gibt sie. Und ja, ich werde jetzt mal dann einen kurzen Cut machen, nachdem ich das euch jetzt in der Theorie erklärt habe, und euch zeigen, wie ihr dann wirklich jeden zweiten Server down bringen könnt. Bis gleich. So, ich bin wieder zurück im Bruchteil einer Hundertstelsekunde. Und wir sehen hier, ich habe meinen Apache-Server gestartet, meinen MySQL-Server und meinen FileZilla-Server, also FTP praktisch. Ja, ich habe mich um 5 Ports vertan. Es ist nicht der Port 3301, es ist der Port 3306. Und was ich vorher noch vergessen habe zu sagen, und außerdem peinlicher Fehler, es ist nicht der Port 441, sondern 443 für HTTPS. Was ich vorher vergessen habe zu sagen, wo ich gerade dabei war zu sagen, dass diese Leute denken, dass eben dieser ganze Server gleich in Flammen aufgeht und das ganze Haus von denen explodiert. Es wird wirklich nur dieser spezifische Port hier, dieser Webserver, angegriffen. Also der MySQL-Server wird nachher noch funktionieren, der FileZilla-Server wird nachher noch funktionieren. Ich merke gerade, dass ich vergessen habe, das Ding zu starten. Aber egal, ich habe jetzt hier meinen Server, Localhost. Ich habe da gerade einen Facebook-Klon laufen da. Den werde ich dann für einen späteren Hack verwenden, wenn wir jetzt hier, das machen wir in den ganzen Tutorials, und einfach sagen ping-a-t localhost, dann passiert nichts, absolut gar nichts. Man kann auch, ich glaube, es ist Serverstatus. Aha, ja, das ist zugriffsgeschützt, egal, man könnte auf jeden Fall die offenen
die offenen, geht das da? Nein. Man könnte die offenen Connections sehen, ist aber unnötig, weil wir sehen hier, unser Server ist in unter einer Millisekunde da und es passiert gar nichts. Gut. Ich habe das vorher nicht getestet, ich hoffe, das funktioniert jetzt. HTTP-DOS-Tool. So, ich werde euch einen Download-Link zu dem Ding in die Description klatschen. Und ich habe da auch schon einen Test aufgesetzt. Ich schaue mal einfach, ob das so funktioniert. Gleich mit Slow Headers und ohne Post, also mit Get und Run Attack. Wenn hier bei Error Disconnected mit der Zeit was kommt, dann ist der Server down. Definitiv down. Das, ihr müsst mir glauben, dass das mit einem externen Server auch funktioniert. Und dass es nicht an mir liegt, weil ich kann hier zum Beispiel, wenn ich auf meine YouTube-Seite gehe, ich kann das einfach so reloaden, also es macht wirklich nichts für den Traffic. Aber diese Seite reagiert definitiv nicht mehr. Wenn ich jetzt diese Attacke cancel, funktioniert sie gleich wieder. Gut, das ist jetzt die einfachste Variante. Also man startet das Programm, gibt die URL ein, vielleicht einen Proxy, also wenn ihr geht auf hidemys.com und dann auf Proxy, also IP Port Proxies, dann könnt ihr, das ist eine super Seite, da könnt ihr zum Beispiel jetzt diesen Server aus Kanada nehmen, also den nicht, weil der einen langsamen Speed hat und vor allem keine Anonymität, aber zum Beispiel den hier aus China, einfach nehmen, da eintragen, bei Proxy und geht schon, weil, das wollte ich euch vorher zeigen, logs, access.log, hier steht natürlich drinnen das da. Get slash, also wir versuchen, da steht das, was ich vorher da gezeigt habe. Er will den slash getten, also index.php in diesem Fall, hat er die 1.1, blablabla, und der Statuscode ist jetzt 400. Das bedeutet, es wird im nächsten Paket weitergeführt. Und er sendet, ich glaube, das ist die Menge, was er sendet, das ist einfach ein Bindestrich. Und das sendet er einige Male pro Sekunde, sieht man hier. Jo. Das bedeutet, da würde jetzt, es ist logischerweise von meinem eigenen Computer, deswegen steht hier ein 27001, also mein Localhost. Aber wenn ihr von draußen wärt, könnte dieser Typ diese IP nehmen, schauen wo er wohnt und alles mögliche. Also es macht das nicht ohne Proxy. Immer zu einem Proxy einfügen einfach. Wie man den einfügt, das ist ganz einfach. Wenn wir jetzt zum Beispiel den aus China nehmen, die IP kopieren, http://, und der Port ist in diesem Fall also :808. Dann haben wir hier unseren Proxy, über den wir das machen. Es wird jetzt nicht gehen, weil der Proxy kommt nicht mehr in mein Netz rein. Aber ja, ich wollte euch zeigen, was ist, wenn. Was ist, wenn diese Attack-Methode nicht funktioniert? Also wenn wir das rennen lassen und es passiert einfach gar nichts, das hatte ich auch oft schon. Dann habe ich es einfach immer so gemacht. Wir schalten auf Slow Post, wieder die URL eingeben. Und einfach da nehmen wir uns das, zum Beispiel jetzt, wenn wir hier was haben, irgendein Postfield, wo es eigentlich egal sein sollte. Ich weiß nicht, ob es wirklich egal ist, also ich glaube, wir können da fast alles hingeben. Ich nehme einfach mal alles ASDF. Ich habe es noch nicht probiert, ob es so geht, aber es sollte gehen. Dann einfach wieder Connections 400, Connection Rate 50, also das kann man eigentlich alles am Standard lassen und dann runnt man das wieder. Nach einer Zeit sollten wir Disconnections bekommen und der Server ist down. Wieder, mein Internet funktioniert noch perfekt. Ich kann auf jede Website gehen. Nur nicht auf diesem Localhost. Ja, und wir sehen hier, dass, wenn wir jetzt kurz unser Nmap aufmachen, also einen Portscan machen, einen
Quickscan auf Localhost. Dann sehen wir hier, okay, auf Localhost ist es ein bisschen blöd, weil da sind nämlich immer alle Ports offen. Ah, jo. Ihr müsst mir einfach glauben, dass der Port 80 dann weg wäre und jeder andere Port, also 3306 und FileZilla, also 21, warum der Port nicht da steht, weiß ich nicht, wäre noch da. Also der Server funktioniert einwandfrei, in jedem Fall. Nur dass eben dieser Webserver, also dieses Ein-Service, es ist nicht mal down, es ist einfach nur nicht erreichbar. Ich habe auch schon Fehler gehabt, wo der Server sich dann nach einer Zeit restartet hat, also der Apache-Webserver. Woran das liegt, weiß ich nicht genau, aber es ist eigentlich egal, weil dann macht er einfach die Attacke nochmal neu, die dauert 5 Sekunden und dann ist es fertig. Jo, das war mal der erste überlange Teil dieser Tutorial-Reihe. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie oft oder wie regelmäßig ich jetzt diese Tutorial-Reihe fortsetzen werde, aber ich habe dieses Video jetzt einfach mal machen müssen, weil es nicht sein kann, dass irgendjemand ins Internet so einen Bullshit verkauft. Und wenn es noch wenigstens irgendjemand wäre, dann wäre es ja noch in Ordnung. Aber es gibt ja, ich habe kein vernünftiges Tutorial gefunden, was wirklich gut erklären würde, wie das jetzt wirklich funktioniert und warum das funktioniert und was man tun muss, damit man das erreicht. Und nicht solche Editor-Tutorials. Schöne Grüße von eurem Computer-Hexers-Team und wir sind einer Legion, wir verzeihen nicht und das, sowas ist Bullshit. Ja. Also, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Hacken. Und auf Wiedersehen.